Hallo zu einem neuen Pickup Shorty. Ich habe Post bekommen und ihr seid garantiert genauso gespannt wie ich, was da drin ist. Ich ahne es, aber ob es sich wirklich um das handelt, was ich hoffe, seht ihr nach dem Intro. Ein geheimnisvolles Paket macht immer wieder Laune anzugucken. Man ist gespannt darauf, was da drin sich befindet, beziehungsweise werden meine Erwartungen gerecht? Wird das genau so sein, wie ich es auch hoffe? Ja, werde ich vorfinden, was ich hoffe? Das werden wir gleich sehen. Ich hoffe, dass es da drin ist, ein Kleinanzeigendeal. Und ich mache einfach mal auf und dann schauen wir nach und dann gucken wir, ob sich das, was ich vielleicht, wenn es das ist, was ich mir gedacht habe, sich gelohnt hat, auch vom Preis her. Dann sage ich euch das auch alles. Und ich hoffe, das sollten Toys sein. Und da, wenn ich sage Toys, dann ahnt ihr schon, es können sich eigentlich nur um Transformers handeln, denn Battle Beasts wird in einem eigenen Video behandelt. Also ihr seid schon recht schlau, meine lieben Zuschauer. Gut, aufgemacht. Es ist gut verpackt, wie ihr seht, und ich kann noch nicht mal reingucken. So, Messer zur Seite brauche ich momentan nicht. Zeitungspapier, da ist nichts drin. Weg. Oh ja, da sind Figuren drin. Gut, besser verpackt geht auch. Hier ist was locker, nee, weiß ich nicht. Egal. Es sind Transformer und ich zeige euch die natürlich dann nochmal in einem Einzelvideo und sind auch nicht ganz richtig zusammengebaut, sehen sehr locker aus. Als erstes haben wir hier Dinobot Sludge. Ich zeige ihn erstmal einmal kurz in die Kamera, ihr seht, er ist nicht richtig zusammengebaut. Das wollen wir mal gucken, ob sich das ändert. So, ein bisschen zusammengedrückt, die Figur sieht einigermaßen gut aus. So, ein bisschen zusammengedrückt alles. Das ist es natürlich eben halt, dass die Figur sich auch richtig zusammendrücken lässt, zusammenbauen. Ja, das sieht gut aus. Kopf lässt sich bewegen. Es ist bespielt. Obwohl sie recht gut aussieht, ist sie bespielt. Datum 84. Das ist also wirklich noch eine sehr frühe. Takara. Ja, Beine sind leicht locker. Sieht sehr gut aus. Ja. Ist locker. Ist halt nicht mehr. Ist halt bespielt, wurde viel verwandelt. Zerbrochen ist nichts. Gelenke rasten noch ein, aber sie sind halt nicht mehr ganz so unter Spannung. Ja. Cool. So, der nächste. Kleiner. Auch hier nicht richtig zusammengebaut. Das wollen wir mal kurz ändern, bevor ich es euch in die Kamera zeige. Der sieht ganz gar nicht so schlecht aus. Der Insektikan Bombshell. Das ist Dinobot Sludge. Ja, hier fehlt das Decepticon-Logo auf der Brust. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Sieht auch gut aus. Ist auch bespielt, hat seine Abnutzung. Ich werde ihn mal kurz verwandeln. Eigentlich sind die ganz einfach zu verwandeln gewesen. Die Arme werden zur Seite geklappt. Hier sind auch Spitzen noch dran. Das ist wichtig. Hier in der Mitte ist ein Fach. Das ist dieses Fach haben die frühen Transformer immer gehabt. Das waren Fahrzeugkabinen. Da kamen Piloten rein. Kopf ist da, wird zur Seite gebogen. Die Waffe, wie gesagt, Waffe fehlt leider. Finde ich schade. Aber ja, so. Da ist noch einer drin. Für die beiden habe ich zusammen je 30 bezahlt. Und für den anderen, der jetzt auch drin ist, 55. Das heißt, insgesamt habe ich in dem Sinne 115 Euro bezahlt für diese drei Figuren. Sind alle aus den 80er Jahren, nicht vollständig, aber ja, sind auch ihre Sache wert. Also die sehen sehr gut aus. Aufkleber, wie gesagt, sehe ich jetzt hier fehlend. Eigentlich. Ich glaube, hier ist gar kein einziger Aufkleber drauf.
außer das Robbe-Logo, das funktioniert auch noch. Hier ist dieses das Robbe-Logo, das ihn ausmacht zum Decepticon, wenn man drauf drückt. Das Autobot-Logo ist hier hinten auch drauf bei dem Dinobot. Es löst sich auch leicht, auch eine Sache, weil sie hier, seht ihr es am Hals, hinten da. Es ist ja nur raufgeklebt, auch deswegen kann es auch mal schief sein. Es funktioniert aber noch, ist ein Original. Figur sieht sonst sehr gut aus, außer dass sie, wie gesagt, bespielt ist. Dadurch sind die Einrastungen lockerer. In Notfall kann man ihn als schön als Roboter hinstellen. So, und der letzte, den ich habe, den habe ich noch gar nicht gehabt. Und das machte das aus, was mich der Reiz war. Und das seht ihr, so, der Karton ist leer, der geht weg. Und das geht um den Autobot Jetfire. So, und ich versuche ihn mal kurz leicht zu verwandeln, damit, bevor ich ihn ganz zeige. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie er verwandelt wird, weil ich ihn noch nie besessen habe. Er ist alt, das merkt man, alt und bespielt. Hier ist ein Autobot-Logo drin, ein bisschen staubig. Und Jetfire, es ist einer der echt frühen Transformer. So, eingerastet, Pilot. Oh, ist das geil, den zu sehen. Habe ich noch nie in der Hand gehalten. Seht ihr euch an. Das ist Jetfire, basierend auf dem Macross Valkyrie Fighter aus der Serie Robotech zum Beispiel. Ja, er hat Sonnenabnutzung, wie ich hier sehe. Ihr könnt das hier sehen. Da sind unterschiedlich die Farben. Das ist halt, der hat, ist gestanden, er ist älter. Es ist keine Reproduktion. Wahnsinn. Hier sieht sogar aus, ob es das Opel-Logo mal besessen hat, hier auf dem Kopf. Hier auf dem Kopf oben, da ist der Kopf. Aber genau kann ich es auch nicht sagen. Oh, ist das wahr? Wahnsinn, den habe ich noch nie besessen. Hat Metallteile. Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, wie er sich zu verwandeln hat. Ja, und für den, er ist jetzt nichts abgebrochen, er ist halt bespielt und etwas ausgeleiert. Das ist halt die Zeit, er ist halt von 1984. Oh, er sieht wahnsinnig gut aus. Nee, hier ist leider was abgebrochen. Hier sehe ich leider was abgebrochen. Hier ist, ich zeige euch das kurz hier in die Kamera. Hier seht ihr einen kleinen Flügel hier und der ist auf der Seite abgebrochen. Schade, aber trotzdem super zu bekommen. Ja, das war der Pickup Shorty. Ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Tolle Figuren. Ich werde gleich nochmal Detailaufnahmen für euch machen. Ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid für mein überraschendes, tolles Pickup. Ja, hinterlasst einen Like da unten, wenn es euch gefallen hat. Sagt mir, was ihr zu den Figuren oder was ihr über die Figuren denkt. Ich muss sie jetzt noch komplettieren. Hier fehlt noch eine Menge Zubehör und so weiter. Und egal, ob der jetzt beschädigt ist oder nicht, der ist einfach ein Klassiker und deswegen bin ich glücklich, den erstmals in meiner Sammlung zu haben. Ja, ansonsten, wenn ihr auch mal was habt, was ihr mir anbieten wollt, könnt ihr auch gerne machen. Nehmt Kontakt mit mir auf, das könnt ihr über die Links irgendwie machen. Ihr landet auf Short Review oder so auf der Seite, die oben angezeigt wird. Über den könnt ihr mir jederzeit eine Mail schicken. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, Like, Abo und Kommentar. Das ist alles, was ich mir wünsche. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Eines habe ich vergessen, euch zu zeigen. Und zwar diese silberne oder chrombeschichtete Axt. Die war auch noch in dem Lot dabei. Ich habe sie in dem Paket zwischen dem Zeitungspapier liegen gelassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann sie jetzt nicht zuordnen. Ich weiß, sie ist nicht von Transformers, aber sie könnte von der Firma Popi bzw. auch von Bandai sein und von irgendeiner Roboterserie. Wenn jemand von euch diese Axt zuordnen kann, bitte in die Kommentare. Danke.